Er war das, was man in den USA einen Trailblazer nennt, einen bahnbrechenden Pionier. In einer Branche, in der schwarze Schauspieler lange nur auf Klischees und kleine Nebenrollen beschränkt waren, in einer Zeit, in der Schwarze in vielen Staaten der USA noch unter der Rassentrennung leiden mussten. Doch Sidney Poitier revolutionierte Hollywood, wurde ein Star und 1964 schließlich der erste Schwarze, der einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewann, für Lilien auf dem Felde. Der talentierte Sohn eines Tomatenzüchters auf den Bahamas setzte aber auch hinter der Kamera als Regisseur Maßstäbe und ebnete Generationen von schwarzen Schauspielerinnen und Schauspielern den Weg. Nun ist Sidney Poitier im Alter von 94 Jahren gestorben. Kerstin Klein. Noch mit 90 posierte Sidney Poitier für die Kameras. Eine beeindruckende Karriere liegt da hinter ihm. Poitier war Pionier, einer der ersten schwarzen Hollywood-Stars überhaupt. Und der erste, der 1964 den Oscar als bester Hauptdarsteller erhält. 2002 bekommt er einen weiteren Oscar, diesmal für sein Lebenswerk. Poitier, ein Wegbereiter. Wir haben nun sehr viele afroamerikanische Schauspieler. Als wir noch keine hatten, erschien ich. Nicht, weil ich so viel mitbrachte, sondern weil die Zeit reif war. Der Durchbruch gelingt Poitier 1958 mit dem Film Flucht in Ketten an der Seite von Tony Curtis. Ich kann nicht mehr. Nie mehr, jawohl, Boss. Das Thema Rassismus prägend in vielen seiner Filme. Wie in Rat mal, wer zum Essen kommt, in dem die Tochter mit ihm als Verlobtem die Mutter schockt. Mom, this is John. Mit seiner Rolle als Polizist in der Hitze der Nacht feiert Poitier einen seiner größten Erfolge. Ich verdiene mein Geld 10 Stunden täglich, 7-mal in der Woche. So viel Geld verdient kein Farbiger. Ich bin Polizeibeamter. Der Kampf gegen Hass und Vorurteile ein Lebensmotiv. Meine Eltern haben mich dazu erzogen, ein Instrument zu sein, für den Wandel, das Gute, für Respekt. Für die Qualitäten, die uns als Menschen ausmachen. Poitier stammt aus armen Verhältnissen. Geboren in den USA, als Sohn eines Tomatenpflückers, wächst er mit 7 Geschwistern auf den Bahamas auf. Er kann kaum lesen und schreiben, als er mit 20 Jahren nach New York geht. Arbeitet zunächst als Tellerwäscher, findet durch eine Zeitungsanzeige zur Schauspielerei, bekommt kurz darauf seine erste Rolle am Broadway. Jahrzehnte später, 2009, verleiht ihm ein schwarzer Präsident die Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der USA. Man kann nur erahnen, wie viel ihm das bedeutet haben muss.